So, meine Damen und Herren, dann herzlich willkommen zu unserer weiteren Live-Vorführung bei Firma Renault Litters E. Wir begrüßen Sie recht herzlich auf unserem Stand der diesjährigen Fensterfrontale. Und der eine oder andere wird sich eventuell vielleicht daran erinnern, vor 2 Jahren waren wir an gleicher Stelle gestanden und wir haben damals eine Live-Vorführung gemacht, wie man ein Fenster im eingebauten Zustand nachträglich vor Ort beim Endkunden wieder repariert. Wir haben Ihnen damals auch gleichzeitig angeboten, diese Schulung bei uns im Hause durchzuführen, um das Know-how der nachträglichen Reparatur vor Ort zu erlernen. Und heute, 2 Jahre nach der Eröffnung des Folienservice, können wir sagen, wir haben 650 Leute geschult. Im Folienservice in Worms, in Inhouse-Schulungen in Deutschland. Wir waren in Europa unterwegs, in Australien und in Asien. Und in all diesen Schulungen hat sich immer wieder ein Thema ganz klar rauskristallisiert. Und das ist das Thema Reinigen von Rhenolith-Oberflächen bei bauseitigen Verschmutzungen. Wir haben diese bauseitigen Verschmutzungen heute mal definiert in Fliesenkleber, Haftputz und Fassadenfarbe. Das sind so die Klassiker. Und lassen Sie mich einen Satz gleich vorweg sagen. Es hat sich herausgestellt, gar nicht die Verschmutzung ist das Problem, sondern einfach nur die falsche Reinigung. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir diese Reinigung durchführen. Und wir haben zu dem einfachsten Mittel gegriffen, das uns die Natur gibt, und das ist einfach heißes Wasser. Was Sie brauchen, ist noch ein bisschen Seife dazu und Zeit. In jedem Fall zuerst die Verschmutzung einweichen, so wie es der Herr Kluin im Moment gerade macht. Danach ganz bewusst mit den Fingern ein ganz normales, übliches Spülmittel auf die Verschmutzung auftragen. Ein feuchtes Papier, nasses Papier neben auflegen und somit kann auch bei 35 Grad im Schatten diese Verschmutzung wunderbar einweichen. Ab und zu mal wieder mit dem heißen Wasser draufsprühen. Sie erzielen damit den Effekt, dass Sie eine unterschiedliche Oberflächenspannung generieren und durch diese Schockwirkung wird im ersten gleich die Verbindung gekrackt. Nach circa 2, 3 oder 5 Minuten, je nach Hartnäckigkeit der Verschmutzung, nehmen Sie das Papier einfach wieder ab und spülen die Verschmutzung mit viel Wasser einfach von der Folie runter. Natürlich, es gibt Verschmutzungen, die sind hartnäckig, es gibt Verschmutzungen, die dauern etwas länger und es gibt Verschmutzungen, die gehen eine chemische Verbindung mit unseren Folien ein. Und da ist genau die Grenze, die Frage wird kommen, PU-Schaum, hier ist eine Grenze erreicht, sowas bekommen Sie von unseren Folien nicht runter, ohne die Folie zu zerstören. Ist einfach so. Ja? Aber die Erfahrung in den letzten 2 Jahren und die Anrufe, die uns immer wieder erreichen, sind ganz klar, ich habe dieses Problem und wir können soweit helfen. In der finalen Reinigung gehen Sie jetzt hin, machen Seife auf die Bürste und somit können Sie den letzten Rest, der in den Prägetälern natürlich verbleibt, aus den Poren rausreiben. Ganz wichtig dabei, immer mit Wasser nachspülen, dass alle abrasiven Teile direkt abgespült werden. Nehmen Sie auch keinen Lappen, erst wenn alles fertig ist, weil sonst reiben Sie alle abrasiven Teile auf der Folie umher. Wird die Folie abtrocknen, ist die Folie verkratzt. Der wichtigste Faktor bei so einer Reinigung ist Geduld und Zeit. Und weil man die natürlich bei den Kunden nicht unendlich beanspruchen kann, haben wir zur Hilfe genommen einfach einen Dampfreiniger. Gehen Sie mit dem Dampfreiniger vorsichtig um, wenn es notwendig ist. Ordern Sie erstmal ein Stück Folie bei uns im Folienservice, ist überhaupt kein Thema, das lassen wir Ihnen kostenlos zukommen. Den Versuch, den wir hier machen, der ist es allemal wert, um vor Ort dann einfach sicher agieren zu können. Die Reinigung, so wie wir sie hier machen, funktioniert bei all unseren Produkten. Wir haben hier den Klassiker, die Exofol MX-Folie. Das funktioniert aber auch
bei der Renolit Exofol FX Folie. Das ist die Folie, die wir Ihnen vor 2 Jahren vorgestellt haben. Eine Acrylatfolie, die bei gleicher Sonneneinstrahlung ca. 10 Grad Celsius weniger Wärme aufnimmt. Und es funktioniert bei unserem ganz neuen Produkt, der Renolit Exofol PX Folie. Und diese Folie ist eine weichmacherfreie Folie. Alle Informationen zu den verschiedenen Produkten erhalten Sie selbstverständlich bei unserem Stand. Da Sie mittlerweile bei Renolit die größte Vielfalt an Farb- und Dekorfolien erhalten, haben wir uns über das Marketing ein Präsentationsmöbel ausgedacht. Und auch das stellen wir Ihnen heute hier auf der Messe vor. Es ist ein Schrank, in dem Sie bis zu 135 Folien etablieren können und Ihren Kunden direkt in Ihrem eigenen Showroom präsentieren können. Wenn das natürlich den finanziellen Rahmen übersteigen sollte, dann ist es mittlerweile möglich, sich eine Renolit-App auf sein iPad runterzuladen und damit beim Kunden direkt vor Ort die Vielfalt der Folienwelt, die mittlerweile vorherrscht, direkt darzustellen. Ist eine ganz tolle Sache. Sie sehen, wir haben jetzt auch den Haftputz gereinigt. Später gucken wir mit einer Digitalkamera in die Folie rein, dass wir auch in die Prägetäler sehen, inwieweit das hier alles in Ordnung geht. Diese unterschiedlichen Qualitäten an Folien sind selbstverständlich auch den Gewährleistungen geschuldet. So bekommen Sie auf die Renolit Exofol FX Folie in unserem Breitengraden bis zu 22,5 Jahre Gewährleistung. Ich denke, das ist ein Wort. Natürlich eröffnet das auch die Möglichkeit für die Kunden, ganz neue Märkte zu erschließen. Wir sagen es im Folienservice in unseren Schulungen immer wieder, um ein Bild in den Köpfen zu verankern. Die Reinigung geht im Prinzip konform, das was jeder Kunde zweimal im Monat mit seinem Auto macht, wenn er in die Waschstraße fährt. Das Auto wird im Wesentlichen im ersten Step, im ersten Waschgang abgespült, dann wird es eingeseift, dass die Verschmutzung sich löst und erst ganz final wird aktiv abgewaschen. Genauso machen wir es hier mit unserer Folie. Jetzt gehen wir auf die Folie, die denn eben etwas dilettantischer gereinigt worden ist. Sie sehen abrasive Spuren, Sie sehen teilweise Auflösungen in den Prägetälern drin. Wenn Sie so vorgehen, muss ich Ihnen ganz klar sagen, ist da nichts mehr zu retten. Noch dazu, wenn Sie ein anlösendes oder aggressives Lösemittel genommen haben, Sie cracken damit natürlich auch die Verbindung, das heißt den Kontakt, den Klebstoff zum Profil hin. Und es ist garantiert, je nach Ausrichtung des Gebäudes, früher oder später mit Folgeschäden zu rechnen. Also alles hat irgendwo seine Grenzen. Im Folienservice haben wir uns die Aufgabe gemacht, das einfach in der Praxis nahe zu bringen. Die Reinigung, wie wir sie hier vorgeführt haben, die können Sie auf jeden Fall bedenkenlos jedem Endkunden angedeihen lassen. Damit kann er nichts kaputt machen und auch die Kundendienstleute, die draußen vor Ort sind, wenn sie die Zeit kriegen, können sie ein Fenster zu 100% mit den Verschmutzungen wieder reinigen. Alle Informationen, die Sie noch brauchen, bekommen Sie selbstverständlich auf unserem Stand. Wir laden Sie recht herzlich zu uns ein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen tollen Tag und einen angenehmen Nachhauseweg. Dankeschön.